Hallihallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play. Diesmal am Start Dead Island. Und wir werden das Ganze als Let's Play Together aufziehen, weil da ist dann der Chris am Start. Wir werden jetzt aber mal den Prolog spielen, den können wir nur alleine spielen. Wir werden jetzt ein neues Spiel anfangen. Ich habe noch schon kurz reingeschnuppert hier. Ja, hier sind wir auch schon in der Charakterauswahl. Da haben wir Logan mit sehr coolen Tattoos hier. Aber ich glaube, nee, ich würd gerne eine Frau spielen. Diese schießwürdige Frau, da gefällt mir nicht. Nehmen wir die da. Die mit dem Schwert ist ziemlich cool. Expertin für scharfe Waffen. Sehr gut, gefällt mir. My father was a very great man. A chief inspector for the Hong Kong police. Okay. Even though he died when I was 10, I remember him very well. He was killed by an enforcer for the Wo Xing Wo Triad. Okay, das ist mir jetzt zu blöd, das mir alles durchzulesen, was ihre Vorgeschichte ist. Aber das wird schon. Also das Ganze ist ein Zombie-Spiel, so wie ich das irgendwie mitbekommen habe. Und ich bin gespannt, ob ich da sehr oft erschrecken werde, weil irgendwelche Zombies aus der Hecke springen werden oder sowas. Schauen wir mal. Baupläne erhalten. Ja, wurscht. Baupläne brauchen wir nicht. Wir wollen nichts bauen. Wir wollen nur Zombies schlachten. Also wie gesagt, wir werden das jetzt mal alleine spielen. Und sobald es möglich ist. Oh, was ist los? Ist mir schwindelig. Hilfe. Ich hätte nicht so viel saufen sollen. So, okay. Gut, da sind wir auch schon. Wir haben einen Schuh verloren. So, wo sind wir hier? Wir haben ein Badezimmer. Okay. Wir haben ein Medikit mitgenommen. Ist immer gut. Ich meine, gerade bei einer Zombie-Apokalypse können wir da mit diesem Koffer irgendeinem Zombie beim Schädel schlagen. Das können wir die Globesen auch mitnehmen, dann können wir so. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich. Habe ich schon eine Waffe? Ich weiß es nicht. Scheint nicht so. Also ich würde den Globesen mitnehmen. Könnten wir da irgendwie drauf einschlagen. Hey, warte. Oh, warte mal. Kann ich den. Was war das denn? Ich kann hüpfen und das zieht mir Kraft ab, okay. Gut. Sonst haben wir hier nichts. Wir haben einen Koffer, den können wir nicht öffnen. Wir haben. Da liegt eine Hose. Heißt es, wir laufen nackt herum. Okay. Ein T-Shirt liegt auch rum. Also entweder laufen wir gerade. Hey, ich habe Füße. Hey, sehr cool. Also ich habe Schuhe an. Ich sehe, dass ich Schuhe anhab. Da liegt. Was liegt da? Oh, ich kann schlagen. Yes, ich kann schlagen. Also wir haben noch keine Waffe. Deswegen würde ich gerne den Klobesen mitnehmen. Da liegt Alkohol. Wir haben ganz viel Party gemacht hier anscheinend. Gut, gehen wir mal vor die Tür. Hoppala. So, es erschreckt mich wirklich. Suche die Nottreppe. So, noch mehr Koffer. Öffnen wir einfach mal. Wir klauen jetzt einfach mal irgendwelchen Leuten das Zeug aus ihren Koffern. Ziemlich cool. Ah, da oben können wir noch was klauen. Oh, 25 Dollar, geil. Sehr cool. Ich habe einen Gürtel gefunden. Noch einen Gürtel? Okay, vielleicht können wir da ein paar Zombies auspeitschen mit den Gürteln. Who knows? Gut, ich habe eine Taschenlampe. Hat die irgendwie Akku oder sowas? Ah, oh ja, da tut sich was. Gut, wir haben ein Buch. Achso, ich kann das Buch nicht öffnen, sondern den Schrank dahinter. Okay. Ich dachte, wir können das Buch lesen. Schade. Ich hätte so Bock, ein Buch zu lesen. Yay! Wir klauen den Leuten hier jetzt einfach mal alles. So. Brauchen sie eh nicht mehr. Die sind wahrscheinlich eh alle schon von Zombies gefressen worden.
Hoppala. Ups. Gut, was haben wir da drin? Wir haben... Genau, man lässt sein Portemonnaie hier liegen. Ich meine, es wirft man am besten gleich raus. Also man hört so, Zombie-Apokalypse. Man schlägt die Tür auf, rennt raus. Aber das macht man natürlich erst dann, wenn man seine Geldbörse ins Bad gelegt hat. Gut, da drüben ist noch ein Raum. Was müssen wir da machen? Deppert. Was macht der da? Die. Aua. Ach so, wir haben die Tür aufgebrochen. Gut. Ich habe einen Schlapfen gefunden. Ah, ich mag solche Spiele nicht, wo man mit der Taschenlampe rumrennt. Das ist immer so gruselig. Maybe there's something in here. Wo? Shit, wo? Wieso? Also mal, mit R kann ich schlagen, okay. Gut. Wieso ich hüpfen kann, weiß ich noch nicht, aber das werden wir wohl. Oh, ich mag das Spiel jetzt schon nicht. Da muss man in dunkle Räume rein. Please remain calm. Ja, es ist nur Zombie-Apokalypse, ich meine. Please remain calm. Okay. Wo sind die ganzen anderen Leute? Sind schon alle weg? Oh! Hey, warte! Ha, ich kann kicken! Yeah! Ich kann denen auch in die Eier treten! Yes! Wollte ich immer ein paar Zombies in die Eier treten. Okay, wir sind draußen. Eigentlich ein netter Urlaubsort hier. It's raining, man! Halleluja! Okay, gut. Die machen wohl Base-Jumping. Tja, ist was schiefgelaufen. Wie schön dies? Kann ich da nicht irgendwo ein Messer nehmen? Ich weiß nicht, ich mag das in Spielen nicht, wo man sich nicht von Anfang an ein Messer irgendwo krallen kann. Es wäre mir echt lieber gewesen, wenn ich am Anfang die Klobürste zumindest in der Hand hätte, um irgendwas zu verdrischen. So, wir finden die ganze Zeit nur Geld. Mann, warum haben die Leute nichts in ihren bescheuerten Koffern drin? Immer nur Geld. Nichts, was man brauchen kann, wie ein Haarspray. Was? Ach so, da muss ich zweimal drauf drücken. Scheiße, das heißt, ich habe die ganze Zeit nichts aufgenommen. Okay, okay. Ich habe... Oh, ach so, oh. Okay. Langsam verstehe ich das Spiel. Sehr gut. So. Ich kann Fäuste. Sonst habe ich hier nichts. Toll. Mit Fäusten gegen die Zombies. So. Oh, wenn ich oben drücke, kann ich was anderes. Ich habe ein Deo mit? Na, auch gut. Ich meine, eine Frau braucht ein Deo. Das ist ganz selbstverständlich hier. Sonst geht da nichts. Questkarte. Karte nicht verfügbar. Schade. Fähigkeiten haben wir auch noch nicht wirklich was. Da oben ist irgendwie... Also ich schalte jetzt nochmal da in den Schacht hinein. Das ist sicher eine blöde Idee, in den Schacht rein. Okay, der brennt. Das sollten wir nicht benutzen. Mann, ich mag das Spiel nicht, das ist so dunkel. Tja. Okay, da können wir nicht rein.
Ja, bleiben Sie ruhig. Boah, toll ist, wenn dann auch noch die Familie da deppert an die Wände klopft, dann schreckt es natürlich noch schlimmer. Ach, wenn dann so getrappelt und wenn im Realen auch noch da getrappelt wird. Also gut, wir können treten. Da können wir aber nicht lang, oder? Nee, da ist wieder rot. Das heißt, wir müssen zurück. Ach, war ja. Mann, das gefällt mir hier nicht. Gürtel genommen. Okay, können wir den Gürtel irgendwie... Na, wir können ihn nicht ausrüsten. So ein Blödsinn. Dreimal Gürtel. Ich kann auch das die. Ah. Ah, man kann was bauen. Okay. Was? Ich brauche zwei Klebeband, zweimal Draht, einen Gürtel, große Batterien, Rundmesser und Metallschrott. Okay, leichter gesagt als getan, würde ich sagen. Aber den Gürtel haben wir jetzt schon. Hoppala, falsch. Es kommt sicher gleich irgendwas, was mich erschreckt. Irgendwas kommt jetzt. So. Achso, das ist unser Raum, oder? Ich glaube. Da waren wir am Anfang. Ah! Scheiße, ich hab was. Ich hab eine Leiche gefunden. Nein! Okay, so können wir schlagen. Nein, ich mag das Spiel nicht. Warte mal. Ist das ein Spiel, wo die Menschen fressen? Also beißen und dann selbst zu Zombies werden, oder? Ne, die liegen da nur. Das ist eine Sauerei. Ah, aber schaut, wie sie gestorben... Oh! Ohne Axt. Kann ich die... Hallo, warum kann ich die nicht aufheben? Das war ja klar. Warum kann ich die... Warum kann ich die Axt nicht aufheben? Let's open this up. Oh cool, ich habe einen Schatten. Jetzt hätte ich mich fast vor meinen eigenen Schatten da versteckt. Metallschrott habe ich gefunden. Da ist ein Schuh. Müssen wir da jetzt alles finden, damit wir diesen... Boah, oi, wei. Scheiße, jetzt hätte ich mich fast vor meinen eigenen Schatten wieder erschreckt. Ist das creepy. Fuck, Leute. Okay, was brauchen wir denn noch alles? Wir haben noch immer die Fäuste. So. Klebeband brauchen wir. Bitte, wo kriegen wir Klebeband her? So, das ist jetzt mal der Prolog. Theoretisch sollte mich da noch nichts anfallen, oder? Ich meine, ich hab Schiss. Da haben wir alles geöffnet. Oder? Da haben wir alles mitgenommen. Seife, ganz wichtig, genauso wichtig wie das Deo, wenn nicht sogar wichtiger.
ist das hier? Ich habe echt keine Ahnung, wo ich da jetzt lang muss. Oh, da ist noch was. Kleber. Ja, jeder anständige Bürger hat Kleber in seinem Kasten. Da sind auch noch Kästen. Sehr gut. Schließen wir da mal die Tür. Ich weiß ja nicht, was es bringt, aber vielleicht. What do we have here? Habe ich eigentlich alles geraubt, was man hier rauben kann? Oder nicht? Ah, da ist noch was. So. Können wir das jetzt? Zweimal Klebeband, zweimal Draht. Wir haben Kleber, aber wir haben kein Klebeband. Ach so, da können wir durchgehen. Ach so, das habe ich übersehen. Suche die Fahrstuhllobby. Och nee. Och nee. Ah, da ist Klebeband drin. Yeah. Ich mag das nicht. Können wir denn nicht raus aus dem Haus? Ich bin gerne draußen. Drücke, um zu rennen. Ich weiß nicht, wie man rennt. Da steht LS. Was ist denn das? So. Okay, so laufe ich. Aber rennen ist was anderes, oder nicht? Nee, ich weiß nicht, wie man läuft, liebe Leute. Gehe zum Fahrstuhlschacht. Warum soll ich zum Fahrstuhlschacht? Da kommt sich irgendwas Böses. Ich kann nur so deppert schleichen hier. Gut, gehen wir zum Fahrstuhlschacht. Öffne die Fahrstuhlluke? Ja, wieso denn? Ach Gott. Gut, machen wir mal. Begib dich in die Fahrstuhlkabine. Nein? Oh shit, nein, jetzt ist die Batterie leer oder was? Ah, jetzt müssen wir kurz warten, okay. Vielleicht finde ich da heraus, wie man jetzt läuft hier. Das gibt's ja nicht. Schauen wir mal kurz. Optionen? Na, wurscht. Abbrechen, passt schon. Dann laufen wir halt nicht. Oder sollen wir auf die Maus umsteigen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das wäre sinnvoller in diesem Spiel. Ich glaube, ich werde das jetzt kurz machen, liebe Leute. So. Ich werde da jetzt kurz umsteigen auf die Maus. Weil ich das irgendwie sinnvoller finde, wenn ich da nicht laufen kann.
Tastenzuweisung. Schauen wir uns das an. WASD, ganz normal. Springen, Leertaste. Ducken, Strück. Kann ich das nicht auf Q legen? Sprinten, Rammen. Umschalttaste. Aussteigen. Und auf H tut man. Wo ist H hin? Dort ist. Machen wir da nicht. Machen wir da C draus. Angreifen. Linke Maustaste, rechte Maustaste. Okay. Ja, ich werde das schon checken. So. Okay, passt. Fortfahren. Ich wollte nicht kicken. So, das heißt, wir haben das jetzt hier. Ah, jetzt können wir laufen. Passt. Ganz wichtig in einem Zombie-Spiel, laufen können. Sehr gut. Ich habe jetzt leider keine Ahnung, wie ich da dieses... So, ich hätte vielleicht noch lesen sollen. Können wir jetzt springen? Hallo, ich wollte nur springen. Ja, passt. Achso, das ist der Chat. Ach, Entschuldigung, liebe Leute, ich bin da jetzt echt ein bisschen... Optionen, Tastenzuweisung. Ich möchte nur die Taschenlampe wieder... Inventar. Taschenlampe. T. Haha, T wie Taschenlampe. Okay. Okay, passt. Okay. Zurück. Okay, unsere Taschenlampe ist wieder aufgeladen. Das ist... Ah! Nein, 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 ich will da nicht... Da!